Hallo alle miteinander und herzlich willkommen. Wir sind hier bei Pokémon Sammelkartenspiel Online und heute spielen wir nicht in direkter Art und Weise, sondern wir packen Packs aus. Wir machen ein Pack-Opening. Ich habe nämlich einiges an Packs bekommen. Ich habe von zwei Leuten relativ viele Codes bekommen, also ich glaube einmal 12 und einmal 10. Ich habe einmal von einem einen einzelnen Code bekommen und ich habe vom Moggy nochmal Codes bekommen. Und ich habe noch kurz vorm Anfang, als ich das Spiel gestartet habe, ich glaube, da schaltet man irgendwie welche frei. Und ich habe mir gerade für meine hier Ingame-Währung auch nochmal drei Booster-Packs gekauft. Und das alles führt dann dazu in Vollendung, dass ich ein paar Decks am Start habe, dass ich ein paar Booster-Packs am Start habe. Und die werden wir jetzt öffnen. Wenn ihr noch Codes habt und ihr die nicht braucht, ja, das heißt, ihr habt vielleicht euch Packs gekauft, die ihr offline spielt oder so und ihr benutzt die nicht online, dann könnt ihr mir die gerne schicken, wenn ihr, wie gesagt, wenn ihr Codes habt, ihr müsst es ja dann wissen, dann könnt ihr mir die gerne einfach per PN schicken. Die PN könnt ihr mir einfach auf YouTube schicken, das würde mich sehr freuen. So, ich habe hier drei Packs, hier habe ich vier Packs. 6 Packs, wir zählen einmal kurz durch. 9 Packs, hier haben wir 14 insgesamt von denen, also sind wir schon bei 14 plus 9, sind 23, dann haben wir 24, dann haben wir 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, oh mein Gott, nochmal hier 15 am Start, das sind 47 und das war's. Wir haben 47 Packs, die ich öffnen kann. Mal gucken, wie lange ich dafür brauche. Ich habe keine Ahnung. Wir können sie auch so angucken. Wenn ihr euch fragt, was bedeutet denn hier dieses 1 und dann das mit dem Schloss und warum ist da manchmal ein Schloss und manchmal nicht und bla bla bla. Man kann Packs auch tauschen. Und die mit dem Schloss, die kann man nicht tauschen. Ich weiß nicht genau warum. Weil die irgendwie vom Spiel sind oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, die kann man halt nicht tauschen. Aber dann hat man trotzdem 3 Stück davon. So, genau, sehr schön, das ist angenehm. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an und fangen hier vorne an und öffnen. Wie öffne ich die denn? Hallo, ich will öffnen. Haha, und wir öffnen unser erstes Pack. Woo! Wie geil ist das denn, ey? Das ist ziemlich geil und wir gucken mal, was wir für Pokémon-Karten kriegen. Ich habe bisher ein relativ standardmäßiges Deck. Also ich habe dieses Psycho-Themendeck, was man vom Anfang an hat, habe ich umgebaut in ein etwas besser laufendes Deck. Aber mir fehlen noch natürlich so gut wie alle Karten, damit ich mal ein paar mehr Decks bauen kann. Und ich auch mal ein bisschen Abwechslung habe. So, wir haben Plusle. Das ist angenehm. Was bist du denn? FM. Ich kenne dich nicht, aber schön, dass du da bist. Knilz haben wir hier, Petsniff, sehr schön, Schlurp, ein Quapuzzi, oh, das finde ich cool. Ein Capoeira, ein Pixie und jetzt haben wir hier zwei seltene, wie auch immer. Ein Boreos, interessant, interessant. Und wir haben ein Hypno. Ich habe ein Traumato, das heißt, ich könnte im Grunde Hypno spielen, wenn ich wollen würde. Aber ich weiß nicht, ob das so wirklich Sinn macht. Gut, wir öffnen das nächste. Und da haben wir auch schon direkt Traumato dazu. Ein Golbit habe ich auch schon. Ich glaube, ich habe ein anderes Golbit. Ja, es sieht ein bisschen anders aus. Golbit ist nicht unbedingt das Lieblings-Pokémon, was ich jetzt habe. Electek ist auch sehr nice. Evoli, Makuhita, angenehm. Hier kann man aber die Pokémon ein bisschen lernen. Ne? Das ist natürlich auch eine schöne Begleiterscheinung. Ein Energieumschalter, interessant, interessant. Ein Mashok, den habe ich auch schon. Balgoras, der sieht aber ziemlich cool aus, ey. 30 Attack, Nagen und Knirscher 50. Wirf eine Münze, lege bei Kopf eine an das aktive Pokémon eines Gegners angelegte Energie auf den Ablagestapel. Wow, das ist stark. Aber das ist irgendwie ein Fossil oder so. Das erweckt, das kenne ich noch gar nicht. Ich habe noch nie ein Fossil gesehen, glaube ich. Und ein Makuhito, oh, der ist ja süß, ey. Der ist ja süß. Und wir haben, was bist du? Ein Monagoras, Alter, das ist ein richtiger Dino, den kenne ich auch nicht, aber Alter, der hat 150. Dieses Pokémon kann wieder nicht angreifen. Na gut, ja, ist nicht so optimal, der Gigastoß. Aber interessant, interessant. So, öffnen wir noch eins.
Ja, das sind auf jeden Fall schon mal coole Decks. Oh, ein Pikachu. Wie cool siehst du denn aus? Oh, das ist ein Pikachu, was ich auch noch nicht habe. Das ist auch ein anderes Design. Das hat auch einen anderen Angriff. Das ist interessant, ein Donnerschock. Wir haben schon wieder ein Golbit gezogen, Makuhita, ein Epham. Die kennen wir alle schon. Hier eine Stadionkarte. Die Angriffe jedes Kampf-Pokémons, ja. Fügen dem verteidigenden Pokémon 20 weitere Schadenspunkte zu. Ja, ich habe noch nie mit einem Stadion gespielt. Interessant auf jeden Fall. Was bist du? Oh, ein Mundtier hier von so einem Faultier. Yeah. Das ist ziemlich cool. Alter Falter. Noch ein Capoeira, ein Kampfreporter und ein Resslatero X. Wow, ist das gut? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein Kampf-Pokémon. Ich habe ein paar Kampf-Pokémon, weil ich auch so ein Kampf-Themendeck freigeschaltet habe. Muss man mal gucken, ne? Was kann der denn? Wenn dieses Pokémon ein aktives Pokémon ist und durch einen gegnerischen Angriff Schaden erhält, lege zwei Schadensmarken auf das angreifende Pokémon. Das ist interessant, auf jeden Fall. Wenn eine Stadionkarte im Spiel ist, fügt dieser Angriff 40 weitere Schadenspunkte zu. Wenn man dann die Kampfhalle dazu hat, macht der nochmal 20 Schaden extra. Das heißt, der macht dann 120 Schaden. Alter Falter. Relativ nice, ne? Ist relativ nice. Angenehm auf jeden Fall. So. Jetzt haben wir von denen keine Booster-Packs mehr, deswegen werden wir hier in den Shop gepackt. Das ist angenehm. Ich möchte aber nicht in den Shop, ich möchte in meine Sammlung. Denn ich habe noch ein paar Booster-Packs und die werde ich auch öffnen, ne? So, machen wir weiter mit den Phantomkräften. Ich hoffe, da sind ein paar... Das sieht irgendwie nach Geist aus, ne? Ich hätte aber gern Psycho. Ich hätte gern ein paar Psycho-Pokémon für mein Psycho-Deck. So ein Mewtwo-X wäre auch ganz geil, glaube ich. Gut, das sieht schon mal sehr interessant aus. Wir haben einen Somnian. Ein Somniam kenne ich auch nicht, aber das werde ich noch kennenlernen. Ein Kiesling, der erinnert mich immer an Stefan Kiesling. Ach ja. Ne, der Denne, die ist aber auch ziemlich süß. Boah. Das ist gar nicht mal so. Alter, macht 60 Damage und halt 20 Schadenspunkte. Das ist gar nicht mal, also, ist wahrscheinlich schlecht, aber nicht unattraktiv. Beide aktive Pokémon sind jetzt bei mir. Einfach ein Schreianfall, ey. Der Flurmel fängt einfach an zu heulen. Ein Kapuno sieht ziemlich cool aus. Ein Gesteins-Pokémon, wenn ich das richtig sehe. Wirf eine Münze. Ah, interessant, Alter. Ein Xeros. Weder eine Pokémon-Ausrüstung oder eine Spezial-Energiekarte, die an einem Pokémon im Spiel angelegt ist. Und lege sie auf den... Ach so, da kann ich vom Gegner was klauen, oder? Ich glaube schon. Die Visierflöte. Nimm ein Basis-Pokémon von eures Gegners und lege es auf seine Bank. Ja, das ist wahrscheinlich... Ja, das ist interessant. Interessantes Item. Ich glaube, da muss man dann schon ein bisschen weiter ins Spiel reingehen, um da wirklich Verständnis zu haben, wofür man das gebrauchen kann. Es gibt Decks, die darauf zielen... dass der Gegner eine volle Bank hat. Ich denke mal, in so einem Deck muss man das dann spielen oder will man das dann spielen. Ja, wie auch immer. Ein Duodino. Alter, grüß dich. Oh, sieht nice aus. Und wir haben wieder zwei, ein Skelabra. Ohnmachtsanfall. Wenn dieses Pokémon durch Schaden seines Gegners angegriffen wird, was? Wenn dieses Pokémon durch Schaden eines gegnerischen Angriffes kampfunfähig wird, wirf eine Münze. Bei Kopf wird das angreifende Pokémon kampfunfähig. Stellt euch das mal vor. Ihr spielt Skelabra. Skelabra tötet einen, hat dann aber schon Damage bekommen. Dann kommt ein neues Pokémon aufs Feld, tötet Skelabra. Und dann wirfst du eine Münze. Und wenn du Kopf kriegst, dann ist das gegnerische Pokémon auch wieder tot. Das ist ja stark, Alter. Das finde ich interessant. Aber es ist halt Phase 2, ne? Das ist halt schwierig. Und ein Apoqualip. Angenehm. Einmischen. Lege 3 Energiekarten vom Ablagestapel deines Gegners beliebig an die Pokémon deines Gegners an. Warum würde ich das wollen? Also was habe ich für einen taktischen Vorteil, wenn ich meinem Gegner 3 Energiekarten auf seine aktiven Pokémon, also auf die Pokémon, die er auf der Bank hat und so, anlegen würde? Ist doch mega kontraproduktiv, oder nicht?
Naja, wie dem auch sei. Gut, wir machen noch was auf. Ich würde sagen, wir machen noch ein, zwei Packs auf. Die Pack-Openings sollen nicht immer so lang sein, damit wir auch ein bisschen was davon haben. Und dann schauen wir mal, was hier noch so am Start ist. Uiuiui, das sieht doch schon mal sehr schön aus. Eine Schmerbe. Macht Regenplatscher. Merrill, oh, ist aber ziemlich süß. Ein Sepa, angenehm. Ein Geckerbohr. Ein Geweiher. Ja, ist jetzt auch nicht so mega krass. Ein Pantimos ist natürlich interessant. Ja, okay. Ja, das Einsperren ist halt so. Ja, okay. Trickbetrug. Verschiebe eine Pokémon aus irgendwie an einen Pokémon. Okay, ja. Irgendwas mit der Ausrüstung. Interessant, Pantimos. Weiß nicht, ob man das spielt. Duokles habe ich schon einmal, glaube ich, aber mir fehlt die Vorentwicklung. Adrian Ass im Ärmel. Du kannst diese Karte nur dann spielen, wenn es die letzte Karte auf deiner Hand ist. Nimm ein Wasser-Pokémon von deinem Ablagestapel und lege es auf die Bank. Ziehe anschließend 5 Karten. Das hört sich stark an. Aber dafür musst du halt ein Deck spielen, in dem du ja keine Karten auf der Hand hast. Rihorn, Bodycheck. Okay, und wir haben ein Gewaldro. Das ist aber gewaltig, ey. Das ist aber ziemlich gewaltig. Ja, ein schönes Pflanzen-Pokémon. Ein Geckerbohr, Gewaldro. Das ist doch bestimmt hier, das ist doch Basis, das ist die Phase 2, oder? Ich glaube schon. Könnte sein. Ja, die sehen sich doch voll ähnlich. Klar, das ist der große Bruder. Öffne noch eins. Yeah! Alter, die Zeit geht ziemlich schnell rum, wenn man Spaß hat. Nasgnet, Alter, das Pokémon finde ich so dumm, ey. Das finde ich so dumm. Wir haben Vulpix, das ist angenehm. Wir haben einen Zickzax. Wir haben, oh, einen Bidiza. Der sieht auch ziemlich nice aus. Ein Flemly. Wir haben einen Seemon, angenehm. Ein Stolos Geistesbund. Dein Zug endet nicht, wenn das Pokémon, an das diese Karte angelegt ist, zu M. Stolos X wird. Ach so. Ja, es gibt ja die Ex-Pokémon und dann gibt es noch die Mega-Entwicklungen. Und ich habe gehört, dass wenn man eine Mega-Entwicklung macht, dann ist der Zug direkt vorbei. Außer wenn du dieses Item hast. Dann nicht. Ein Kukuna, wie cool du aussiehst, ey. Richtig nice. Ein Junglut und wir haben noch ein Kamerupt-Ex! Leco Mionte Blanco! Das ist relativ nice, denn da kann man ein relativ cooles Feuerdeck drumrum bauen. Aber dafür brauche ich noch eins und noch ein bisschen anderes Zeug. Aber Kamerupt X ist schon ein starker Typ. Ein starker Typ, auf jeden Fall. Ich würde sagen, damit können wir das Unpacking hier an der Stelle beenden. Das ist auf jeden Fall. Das waren schon mal gute Karten bis hierhin. Also das Kamerupt ist schon ein echt schöner Abschluss. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen, das Unpacking. Wie gesagt, wenn ihr noch mehr Codes habt und ihr euch denkt, ey, Cornel, mach noch mehr Unpackings, dann schickt sie mir gerne per PN. Eventuell kriege ich bald auch noch ein paar Codes einfach so. Das weiß ich aber noch nicht genau. Das werde ich dann schauen und ja, wir sehen uns dann entweder im nächsten Gaming-Video wieder oder im nächsten Unpacking-Video. Ich würde mich auf jeden Fall auf euch freuen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss!